Nach der Trennung von Anna-Karina Wojcik zeigte sich Stefan Mroz im März diesen Jahres endlich wieder glücklich. Mit seiner neuen Freundin Eva Luginger turtelte er am Strand und schwebte wieder auf Wolke 7 nach den vergangenen turbulenten Monaten. Doch ziehen nun schon nach kurzer Zeit dunkle Wolken über dem Liebesparadies auf. Mroz' Freundin ist ebenfalls als Schlagersängerin tätig und trat vor kurzem mit ihrem Vater Ulrich Luginger auf dem Dorffest in Geisenhausen, Bayern, auf. Mit eigenen Interpretationen von Hits wie Griechischer Wein und Du hast mich tausendmal belogen versuchten sie das Publikum zu begeistern, offenbar vergeblich, wie ein Augenzeuge der Nachrichten 360 verriet. Das Programm war voll peinlich und zum Fremdschämen. Deshalb interessierten sich die meisten im Zelt mehr für ihr Bier als für die Darbietung auf der Bühne. Auch Evas Liebster war offenbar nicht sehr angetan von der Unterhaltung. Wie der Zeuge uns offenbarte, soll der immer wieder Sonntagsmoderator oft abwesend gewirkt und ins Leere gestarrt haben. Des Weiteren soll er oft zum Bierkrug gegriffen haben. Wohl etwas zu oft, denn am Ende war Stefan Mroz ziemlich betrunken. Nach der Performance der Schlagersängerin soll sich das Paar dann angespannt unterhalten haben. Glauben Sie, dass Stefan Mroz und Eva Luginger ein Happy End haben? Hochzeit und die wunderbaren Dinge eines glücklichen Paares? Meiner persönlichen Meinung nach, die Trennung der beiden steht kurz bevor.